wir waren gestern, waren wir in Chania. Ich hatte mir vorgestern habe ich mir beim Sport hier auf dem Schiff, die haben übrigens ein sehr geiles Fitnessstudio, einen Halswirbel ausgerenkt und habe die Nacht kaum geschlafen. Deshalb war ich auch nicht mit vom Schiff runter, da wir aber auch schon in Chania mal waren. Die Anne ist da mit unseren Freunden runtergegangen und ja, was ist. Genau, wir sind zum Fischerhafen, also durch das kleine Ledergässchen. Altstadt, leider gibt es zurzeit die Markthalle nicht mehr. Die ist komplett einmal, wird die kernsaniert, also nur noch die Außenmauern stehen. Was ich sehr schade fand, weil die hätte ich gerne noch mal gesehen. Aber dann geht man runter durch das Ledergässchen, also in die Altstadt. Sehr schön, auch ganz kleine Gassen, so typisch griechisch halt, ganz viele Tavernen. Und wenn man dann runter in den, ja, was ist das, Yachthafen, Fischerhafen geht, wo auch das Militärmuseum ist, hat man einen super schönen Platz zum Sitzen, zum Essen, zum Trinken. Also auch total süß. Wir waren das letzte Mal da während Corona. Man merkt, hast du Fotos gemacht? Ja, die habe ich, genau. Werde ich mal mit reinschneiden. Genau. Wir waren während Corona da, das erste Mal. Und jetzt, man merkt natürlich schon einen Unterschied. Jetzt war es sehr voll. Trotzdem schön. Wenn ein bisschen weniger los ist, mag ich es mehr. Aber sehr zu empfehlen, Chania. Also ich fand es sehr idyllisch. So, ja. So richtig, wie man sich so ein altes griechisches Dorf vorstellt. Wirklich total süß. Ich glaube, so Bäume, die über die Straße wachsen und so. Ich glaube, also, bei Dunkelheit ist es noch schöner, wenn du dann da sitzt. Aber das ist halt das an Kreuzfahrt. Man ist halt tagsüber in den Häfen. Man hat nicht oft die Gelegenheit, dass du halt über Nacht bleibst. Ja, da muss man sich auf jeden Fall bei Kreuzfahrten nur beim Clan sein. Manchmal hast du das je nach Route, dass du auch mal 2 Tage in einem Hafen bleibst. Ja, Dubai ist das gewesen. Genau. Ne? So, das muss man sich halt drüber im Klaren sein. Ne? Normalerweise, wenn man halt im Urlaubsort ist, dann geht man abends so ein bisschen auf Erkundungstour, wenn es was kühler ist. Das ist halt bei Kreuzfahrten nicht. Bei Kreuzfahrten kommst du morgens an und fährst nachmittags ab. So, und das heißt halt, du rennst den ganzen Tag durch die Wärme. Das stimmt. Damit muss man klarkommen, aber dafür sieht man halt auch viel. Ne? Also wir sind jetzt morgens zum Beispiel auf Mykonos. Wir sind mal gespannt, weil wir haben leider verpennt scheiß Tenderzeit bekommen. Weil leider verpennt, uns früh genug anzumelden. Aus Mykonos hat keinen großen Hafen, deshalb wird getendert. Die ankern also, weiß ich nicht, einen Kilometer vor der Küste oder so und fahren dann halt mit Tenderbooten ran. Und ja, wir waren halt leider zu spät. Aber ich denke, weil morgen auch 2 Kreuzfahrtschiffe dort drei. Halten. Ja, 2 extra und dann wir 3 Stück. Das heißt also, pro Kreuzfahrtschiff hast du ungefähr um die 2.500 Mann, die natürlich dann von Bord gehen wollen. Dementsprechend wird es natürlich sehr voll werden. Deswegen haben die Griechen das auch so ein bisschen gemanagt, dass sie das mit den Tenderbooten auch machen, damit sie so ein bisschen kontrollieren können, was in der Stadt los ist. Yes. Aber ob wir jetzt morgens fahren oder gefahren wären oder nachmittags. Ja, Mykonos Stadt muss auch nicht so groß sein. Also wir werden runtergehen, wir werden ein bisschen, heute klar, Bodrum shoppen und so weiter, aber Mykonos Stadt, ich denke mal, wir werden da runterfahren, wir gucken eine ein bisschen Cola rum. Und das ja, war's dann. Trinken eine Cola, weil für mehr haben wir wahrscheinlich auf Mykonos eh kein Geld. Und ja, dann machen wir morgen das nächste Video. Genau, aus Mykonos. Super, morgen ab Mykonos. Tschüss!